Abend und herzlich willkommen zu unserer Landesschau, das heißt zu Ihrer Landesschau natürlich. Wir haben eine Menge zu bieten aus dem ganzen Lande, wenn ich es recht bedenke, aus dem Westen, aus dem Süden, auch aus dem nördlichen Bereich Koblenz und auch aus der Mainzer Kante. Und wir haben auch im Programm eine richtige Liebesgeschichte, eine Love Story, also bleiben Sie dran. Zunächst mal gehen wir in Richtung Trier mit einem gedanklichen Umweg über Italien und Südfrankreich. Dort gibt es, das wissen Sie, alte römische Amphitheater, die auch genutzt werden, benutzt werden für große Aufführungen, zum Beispiel Opernfestivals, Operngalas, ich sage nur Arena di Verona. Und Trier hat auch ein solches Amphitheater aus römischer Zeit, aber dort war jahrelang sozusagen tote Hose. Jetzt hat ein Verein dafür gekämpft, hat grünes Licht bekommen, dass dort auch Kultur veranstaltet wird. Am Wochenende war es soweit und los ging es mit einer Operngala aus Bellitalia. Tonprobe und letzte Einsatzbesprechung vor der Operngala. Rainer Zahnhausen und seine Mitstreiter vom Verein Kultur erleben im Amphitheater haben Lampenfieber. Schließlich soll alles perfekt klappen bei dieser Premiere, für die sie so lange gestritten haben. Nur noch wenige Stunden, dann heißt es endlich, Arena frei für die Kultur. Die Stadt Trier hat hier ein Bauwerk, was an Monumentalität und Großartigkeit nördlich der Alpen nicht mehr existiert. Und es gibt ein Bedürfnis und Wunsch in der Trierer Bevölkerung, hier Veranstaltungen zu machen. Wir haben eine Umfrage gemacht, wir wissen es. Und es ist an der Zeit, dass wieder was geschieht im Amphitheater. Die schummrige Unterwelt der antiken Kampfarena. In einem Forschungsprojekt haben Studenten der Trierer Uni die Statik untersucht. Die dicken Eichenbohlen erwiesen sich als ungeheuer belastbar. Soll die riesige Anlage optimal für Veranstaltungen genutzt werden, so die Studie, dann muss sie zumindest teilweise rekonstruiert, das heißt die jetzigen Grashänge, durch Steinstufen ersetzt werden. Dann könnte auch dieser Wunsch von Rainer Zahnhausen Wirklichkeit werden. Ein Römerspektakel wie im Amphitheater von Autun. Diese Stadt in Burgund hat ihre Gladiatorenspiele der Moselstadt kostenlos angeboten. Doch in Trier ist die Zeit noch nicht reif dafür. Nach vielem Hin und Her konnten Rainer Zahnhausen und sein Verein vorerst nur die sogenannte kleine Lösung erreichen, die Nutzung der Arena selbst. Die römischen Zuschauerränge aber bleiben tabu. Ich bewerte jetzt die Einigung, die wir erzielt haben, als einen Einstieg in ein solches Veranstaltungsprogramm. Damit ist für die Zukunft nichts verbaut, was dann, wenn die finanziellen Rahmenbedingungen für das Land und für die Stadt günstiger werden, auch teilweise die Ränge vielleicht mit ausgebaut werden, sodass dann noch mehr Zuschauer Platz finden. Festspielatmosphäre. Solisten der Mailänder Scala trugen Arien von Verdi, Rossini und Puccini vor. Für viele der rund 1200 Besucher ein italienischer Sommernachtstraum. Hervorragend. Ich bin Trierin, liebe Trier und das Amphitheater ist dafür geeignet. Wunderbar. Das Wetter, alles prima, ja. Ja, ist ganz toll. Wir kommen aus Hamburg und sind an sich ganz zufällig hergekommen. Wir wussten gar nicht, dass das hier eine Aufführung ist und wir sind sehr erfreut und das gefällt uns sehr gut. Ja, doch. Ich würde ganz gerne in Zukunft noch viel mehr hier erleben. Wenn die weiteren Konzerte dieses Sommers den Erfolg des Abends fortsetzen, dürfte der Durchbruch geschafft sein. Wenn auch noch nicht für ein Verona des Nordens, so doch für eine ausbaufähige Kulturattraktion an der Mosel. Na bitte. Im April hat die Landesschau aufgerufen zu einer Stromsparaktion gemeinsam mit der Verbraucherzentrale und mit dem Wirtschaftsministerium. Gesucht wurden 10 Haushalte für eine kostenlose Stromsparberatung, immerhin im Wert von etwa 800 Mark. Bedingung war, dass diese Haushalte selbst 500 Mark investieren mussten in Stromsparmaßnahmen. Und dann gab es nochmal 500 dazu vom Ministerium, also immerhin ein Tausender plus die kostenlose Beratung. Da lässt sich dann doch schon einiges machen. Natürlich haben sich mehr als 10 Interessenten gemeldet. Es musste also gelost werden, ausgelost werden, auch das live hier bei uns in der Landesschau. Und das ist geschehen. Es wurde inzwischen beraten, was dabei rausgekommen ist. Dafür jetzt ein, wie ich finde, sehr erstaunliches Beispiel.
Die Powerclawer sind unterwegs. Sie fressen Strom, den alte Geräte unnötig verbrauchen. Unterschlupf finden sie in vielen Haushalten. Auch bei Irmgard Böhm sind sie seit langem aktiv. In der Küche fühlen sie sich besonders wohl. Denn die Großgeräte hier sind überaltert. Für die Stromfresser das reinste Paradies. Wie groß ihr Appetit ist, sieht man an der Stromrechnung. Doch es gibt jemanden, der ihnen nachstellt. Wilfried Haas, Stromsparexperte von der Verbraucherzentrale. Heute berät er Frau Böhm. Sie ist einer der 10 Gewinner der Stromsparaktion aus der Landesschau. Haben Sie auch noch eine Wasserabrechnung und eine Heizkostenabrechnung? Warum hat sie mitgemacht? Interessiert hat mich an dieser Aktion, dass man eine objektive Beratung bekommen kann über die Verbraucherzentrale, ohne dass ein Stromunternehmen halt eine parteiische Beratung vornehmen kann. Wilfried Haas notiert zunächst die Wohnungsdaten und trägt dabei jedes elektrische Gerät in eine Liste ein. Jetzt gehen wir durch die Wohnung, schauen uns die ganzen Verbraucher an. Okay. Jetzt wird es ernst. Der Stromsparexperte rückt den Stromdieben an Ort und Stelle zu Leibe. So, der Kühlschrank ist angeschlossen. Wir sehen direkt, dass er läuft, entsprechend den Verbrauchswert. Der Kühlschrank muss jetzt einen Tag lang angeschlossen bleiben und dann wissen wir, was er während eines Tages verbraucht. So also wird der Kühlschrank enttarnt. Den Stromteufeln in der Waschmaschine kommt der Energieberater durch eine Befragung auf die Schliche. Die Waschmaschine ist einer der Großverbraucher in Ihrem Haushalt und es hängt davon ab, wie oft Sie die Waschmaschine gebrauchen. Wie oft benutzen Sie sie? Also in der Regel zweimal wöchentlich, einmal für Weißwäsche, einmal für Buntwäsche. Und ich bemühe mich, meistens 30 Grad Wäsche zu machen. Alle Informationen wie Laufzeiten und Wassertemperatur werden aufgenommen, um auch hier die Powerclawer aufzuspüren. Doch damit nicht genug. Auch in den Lampen haben sich die Stromfresser festgesetzt. Hier ist ihnen jedoch leichter beizukommen. Eine Energiesparlampe verbraucht nur einen Bruchteil des Stroms der alten Birne. Schwierig wird es bei den versteckten Verbrauchern, doch auch da weiß Wilfried Haas Rat. Frau Böhm, hier sehen Sie den typischen versteckten Verbraucher. Der Trafo vom Drucker, obwohl der Drucker ausgeschaltet ist, zieht noch Strom. Solche Dinge treten bei allen Geräten auf, die Trafos haben, und davon gibt es eine ganze Menge in einem Haushalt heute. Abhilfe können hier solche Steckerleisten bieten mit einem Schalter. Wenn Sie diesen Schalter ausschalten, werden alle Verbraucher, die hinten dran eingesteckt sind, abgeschaltet. Ja, Herr Haas, was raten Sie mir jetzt? Jetzt haben wir alles geguckt. Wie soll ich mich verhalten? Ja, aufgrund dessen, was wir jetzt bei den Geräten gesehen haben, denke ich, dass der Kühlschrank wohl die erste Maßnahme sein wird, den auszutauschen. Das wird wahrscheinlich auch das sein, was eben durch diese Aktion finanziert wird, durch diese 1000 Mark. Aber insgesamt sind natürlich ja, das habe ich Ihnen ja jetzt gezeigt, noch eine ganze Reihe weiterer Verbraucher da, wo Sie den Verbrauch reduzieren könnten. Und wenn Sie in der Zukunft ein besonders energiesparender Haushalt werden wollen, dann könnten Sie Ihren Stromverbrauch von Ihrem derzeitigen Niveau auf etwa 20% absenken. In der Tat, bis zu 80% sind im Haushalt von Frau Böhm möglich. Und so sind die Tage der Powerclawer hier wohl gezählt. Also es geht, man kann den Stromfressern den Appetit wirklich verderben. Nicht immer wird das so gewaltig gelingen wie in unserem Beispiel, aber so 30-40% Stromersparnis ist sicherlich drin mit einer ordentlichen Beratung. Und um sich beraten zu lassen, muss man nicht auf so eine Aktion warten, wie wir sie hatten, sondern man kann das auch normal machen bei der Verbraucherberatung dort. Kostet dann zwar ein bisschen Geld, aber das kommt ja im Laufe der Zeit durchaus wieder rein durch die schrumpfenden Stromrechnungen. Außerdem gibt es bei den Verbraucherberatungen auch Broschüren zum Thema, die man dort anfordern kann, kaufen kann, abholen kann. So, wer was für seine Kondition tun will, für die Gesundheit, der kann natürlich auch Geräte kaufen, vielleicht sogar noch elektrische, aber das muss nicht sein. Gerade jetzt im Frühling kann man rausgehen, kann sich bewegen, kann laufen, kann joggen, aber Vorsicht, auch das kann man falsch machen, auch das kann man lernen, wie es richtig geht, beispielsweise bei einem Lauftherapeuten. Und Günther Bachmann aus Trippstadt mit dem Pfälzerwald ist ein solcher Lauftherapeut, nicht irgendeiner, er ist der erste in Rheinland-Pfalz, der das entsprechende Diplom hat.
Denken Sie jetzt während der Lauftherapie an irgendetwas, was Ihnen Freude macht. Legen Sie jetzt Ihre Alltagssorgen zur Seite. Wer beim Laufen nicht locker ist, ist auch im Leben nicht locker. Richtig dosiertes Laufen verscheucht Depressionen, hebt die Stimmung und löst Spannungen in der Muskulatur. Wissenschaftlich gesicherte Erkenntnisse, die auch bei der Lehrerin Gabriele Bachmann Interesse an der Lauftherapie weckten. Beim Korrigieren der Klassenarbeiten muss sie lange sitzen, da zwickt zuweilen etwas der Rücken. Ab und zu etwas Gymnastik reichte nicht, deshalb schloss sich Ingrid Bachmann dieser Lauftherapiegruppe an. Alleine machte ihr das Joggen keinen Spaß. Günther Bachmann ist der erste Rheinland-Pfälzer mit einem Lauftherapeuten-Diplom in der Tasche. Früher war der 46-jährige Verwaltungswirt aus Trippstadt Marathonläufer. Jetzt hat er sich vom Leistungssport verabschiedet. Laufen hat für ihn nur noch therapeutischen Sinn. Zweimal pro Woche trifft er sich mit seiner Gruppe. Das erste Gebot der Lauftherapie heißt, niemand überlassen. Bitte beim Laufen die Schultern mitarbeiten. Und bitte aber auch das Atmen dabei da nicht vergessen. Das Laufen sollte locker und leicht wie ein Tanz vonstatten gehen. Was unterscheidet die Lauftherapie vom Joggen? Beim therapeutischen Laufen werden die Leute ganz langsam darauf hingeführt, das Joggen oder das langsame Laufen so zu dosieren, dass sie sich nicht übernehmen können und ihrer Gesundheit damit nicht schaden können. Das Standardprogramm des Deutschen Lauftherapiezentrums sieht deshalb ständige Erholungspausen vor und Kontrollen der Beanspruchung. Wunderbar. Haben Sie alle Ihren Puls? Dann sage ich los. Und los geht's. Die Pulsfrequenz sozusagen als Drehzahlmesser des Körpers. Die Läufer gewöhnen sich ganz langsam an höhere Belastungen. Statt eine Minute halten viele schon nach kurzer Zeit eine halbe Stunde durch. Zur Ausbildung zum Lauftherapeuten gehörten auch Psychologie und Pädagogik. Den Lauftrainer als seelischen Beistand, den meisten reicht das Gespräch untereinander. Auch das Wort Therapie schreckt die Teilnehmer keinesfalls ab. Nein, eigentlich nicht. Im Gegenteil, weil ich Herzprobleme hatte. Und da dachte ich, es ist besser, ich bin bei einem Therapeuten unter. Und ich muss sagen, ich spüre überhaupt nichts von meinem Herzen mehr. Man hat keinerlei Schlafstörungen. Man ist also abends dann so weit, dass man weder ein Bierchen noch eine Tablette braucht, um einzuschlafen. Ich habe immer gedacht, nach so einem Lauf bin ich dann sehr müde. Das ist also gerade das Gegenteil der Fall. Ich fühle mich sehr frisch, so wie wenn man eine Tasse Bohnenkaffee getrunken hat und richtig leistungsfähig. Rückenschmerzen, Migräne, Stress, Schlafprobleme. Jeder Läufer verspürte schon nach 20 Laufstunden eine deutliche Besserung. Und das ohne jeglichen Leistungsdruck. Auf viele schöne gemeinsame Laufminuten. Zum Wohl. Der verdiente Schluck nach dem Joggen. Ich darf ihn vorstellen zu unserem nächsten Thema. Das ist Blutspenden. Dr. Peter Hammer aus Bad Kreuznach vom Blutspendedienst des Deutschen Roten Kreuzes. Die Zentrale ist dort für Rheinland-Pfalz und für das Saarland.